Oh, hier ist G-Time. Oh nein. Weiß jemand, ob Revi heute noch Craft Hack spielt? Wenn ja, war das heute wahrscheinlich das letzte Mal. By the way, andere Sache. Guck mal, ich glaube, das Bauprojekt mit Revi und so wird jetzt, das wird sich erstmal verzögern. Ich habe mit Chef Strobel auf Twitter geschrieben, ob wir nicht neben den, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, ob wir nicht neben den Honiggolem von Trimax den riesigen Melonengolem stellen. Ich glaube, vielleicht machen wir das, weil ich glaube, hier wird sich erstmal, ich weiß nicht, ob Revi dann überhaupt noch Bock drauf hat. Hat Revi schon mit G-Time geredet? Weil Revi meinte ja, oder? Revi meinte doch, er hat mit ihm geredet. Ich raff nicht, was G-Time baut. Ja, das verstehe ich ja auch, ich weiß auch nicht, was es sein soll, okay? Ist ja auch egal. Es geht einfach nur darum, dass er da drüber irgendwas baut. Aber Revi hatte doch gemeint, wir bauen von hier bis hier irgendwie so eine riesen Schlossanlage. Und G-Time hatte ja, als wir das hier geclaimt haben, das Orange, hat G-Time ja da unten geclaimt. Und da meinte Revi doch, erklärt es mit G-Time? Aber jetzt? Er baut Wasserpipeline für seinen Bauernhof. Aber ich dachte, Revi, okay, ich glaube, Revi hat noch nicht mit G-Time geredet, actually. Ich glaube, das ist noch nicht passiert. Ich glaube, die haben noch nicht miteinander geredet. Weil Revi meinte, also ich weiß, dass G-Time einen Bauernhof bauen wollte, okay? Und dann ist G-Time gegangen, als Revi und ich das da geclaimed haben. Und dann kam Revi mit der Idee, yo, wir bauen was Krasses als Trimax. Und dann hat Revi gesagt, er redet mit G-Time von wegen, ob er da nicht ein riesen Reisfeld oder sowas in der Art hinbauen will, was halt zum Schloss passt. Aber ich glaube, dass so eine riesen Wasserpipeline nicht zum Schloss passt. Später muss ich wieder in TS, in Discord, weil Revi sagt, yo, Fabo, du musst G-Time töten. Dann sagt G-Time, yo, Fabo, du darfst mich nicht töten, Revi, ich will es nicht. Und dann bin ich wieder ohne Grund im Discord und darf mir den Streit wieder anhören. So, dann hänge ich wieder die ganze Zeit in dem Discord und höre zu, wie G-Time sich mit Revi streitet. Dann kommt wieder Spark ins Spiel. Spark hat gar keinen Bock mehr. Dann sagt Revi, ja, das ist extra. Also wenn diese Wasserpipeline hier nicht extra ist, um Revi abzufacken, dann weiß ich auch nicht. Und dann bin ich wieder mittendrin und darf mir die ganze Scheiße wieder anhören. Oh, Mann, Alter. Chat, ich sage hier heute, okay, es wird heute was passieren. Heute wird jemand sterben. 100%. Wenn Revi später kommt, Ende. Ich glaube nicht, dass es diesmal friedlich ausgeht. Guck mal, wie viele Streits hatten die schon? Der erste Streit war... Was war der erste Streit? Der erste Streit war wegen... War das letztens wegen Gemba? Das erste war Grundstück. Dann kam der Streit wegen der Palisade. Dann kam der Streit wegen dem Ofen da drin. Dann gab es noch ein Beef wegen dem Schrottplatz und dem hier. Dann gab es ein Beef wegen dem Grundstück da hinten und hier. Scheiß drauf, wir gucken mal, was gleich abgeht. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn später Revi da ist, wird es da hinten ein bisschen abgehen. Ob wir dabei sind, Chat, ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir Glück haben, Chat, wenn wir Glück haben, sind wir da drüben gar nicht involviert in diesen Grundstückstreit. Alle darauf folgende Probleme gehen auf deinen Hut. Okay, Chat, wir haben einen Auftrag. Warte mal, aber hat G-Time nicht 25 Millionen Totems? Okay, Chat, dann wollen wir mal. I guess. Ich habe kein Totem, das ist ein bisschen unlucky. Ich muss mir schnell noch Totems holen. Ist er das? Ja, ne? Wait, aber er baut es gerade ab. Was ist hier los? Nee, also, guck mal, G-Time baut es ja hier gerade ab. Und nicht, dass die jetzt gerade im Discord hängen und jetzt so sagen, ja, okay, ist doch gut. Und Revi ist gerade... Moin. Moin. Das ist ein bisschen awkward. Revi, hallo! Too slow? Ja, der wusste doch eh, dass ich komme. Digga, sein ganzer Chat ist doch voll. Revi ist auf Max Honigkugel. Digga, hier ist gerade Massenversammlung. Oh mein Gott, wie geil ist es, dass ich bis da hinten gucken kann. Ja, Revi, schreib nicht mehr. Chat, was jetzt? Die sind am Diskutieren. Ja, dann warten wir wohl, oder wie? Töte Revi. Einfach komplett random. Ey, stopp! Er hat's überlebt? Okay, Revi hat geschrieben, mach. Okay, chillig.
Oh, das ging aber schnell. Scheiße, Mann. Junge, das war einfach ein fucking LKW. Es hat gerade irgendjemanden überfahren, Junge. Ich schreibe gar nichts im Chat. Ich bin wieder weiterbauen. Der Kopf! Er hat seinen Stuff schon wieder, ne? Ja, okay, ist vorbei. Er hat gesagt, er will es nicht. Ey, ich bin nur der Auftragskiller von Revi. Ich habe damit nichts zu tun. Eigentlich muss ich jetzt offline gehen und Speedruns machen. Ey, aber wie gesagt, es ist alles auf den Kosten von Revi. Revi meinte, ich soll es machen. Ja, er hat dir privat geschrieben, hat er. Auch wenn, wurde Revi jetzt gebannt. Ich mach alles, ich bin Auftragsmörder, ich mach alles im Auftrag von Revi, wenn, ja. Ich hab damit nichts zu tun. Ich überleg grad, soll ich ein Emoji dazu schreiben oder nicht? Nein, das kann ich nicht machen. Du wirst dafür sehen. Oh oh, Mokais, scheiße. Chat, ich mach lieber jetzt nochmal, warte, wir müssen jetzt eine finale Craftic-Folge aufnehmen, die ich dann in 3 Monaten, wenn Craftic oder in 1 Monat, wenn Craftic keiner mehr spielt, hochladen kann. Und damit ich so ein Recap habe, was ich alles gebaut habe. Ich glaube, das hier ist alles nicht mehr da. Ja, Chat, also das haben wir in Craft Attack so lange gebaut. Und ja, es war ein schönes Projekt. Und ja, Revi ist unzufrieden mit dem Chat. Was für mit dem Chat? Einer schreibt in den Chat, Revi ist doch das Projekt. Arme nahkommende Hunde, ich hab das Projekt. Wir gucken weiter. Gegründet! Ich distanziere mich von dieser Aussage. Ich fand die Aussage aber trotz alledem sehr, Scheiß drauf. Scheiße! Oh nee! G-Time is coming, als ob der jetzt schon irgendwas macht! Vor allem, warum ich? Nie im Leben kommt er jetzt, wir gehen schlafen. Oh, Scheiße. Mann, warum? Guck mal, warum habe ich mich vor 2 Wochen dazu entschieden, Auftragsmörder zu werden? Kannst du mir wer sagen? Das wird nice, ja. Glaubst du, G-Time ist sauer? Nee. G-Time, okay. Das habe ich alles geklärt mit ihm. Er hat mich umgebracht und wir sind jetzt even. By the way, Revi, wir sind jetzt auch quitt, ne? Mit dem Kill-Ding. Auf jeden Fall, mehr als nur quitt.